Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jawohl. Ich will mal kurz schauen. Dekorationen. Der hat glaube ich auch keinen Rucksack. Ne? Der, stimmt, der hatte nur die Dekorationen. Ne? Da haben wir auch alles schon zusammen gekauft oder fast alles. Das können wir eigentlich kaufen. Ja, ob wir es brauchen oder nicht, ist komplett wurscht. Hauptsache wir haben es. Da ist auch nochmal ein Gegenstand. Hätten wir da auch schon alles. Das heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeiten, dass wir sagen können, okay, wir kriegen einen neuen Rucksack oder so. Das ist schon ein bisschen arm, oder? Wie viel kann sie denn machen? 3. Ja, warum eigentlich nicht? Wie viel kann's... Aha, mir fehlen die roten, gell? Okay, wir sollten jetzt eigentlich mal die roten sammeln. Und nicht immer nur ganz dumm und blöde die anderen. Da fällt mir gerade ein, Verzauberungen, brauchen wir da noch was? Hier wäre nur... Nee. Sonst hätten wir alles, gell? Ja. Solche Tränke könnten wir mal versuchen herzustellen, ne? Vor allem so ist wie den da. Aber uns fehlt da noch immer ein Item. Und von den Sachen wissen wir sowieso nicht. Die gehen scheinbar nur zum Kaufen. Da können wir, glaube ich, nichts herstellen, oder wie? Aber den hier. Für die schwersten Dungeons des Lebens Elixier, den Megatrank. Stellt alle Lebenspunkte wieder her. Hm, da wird das blaue Elixier sozusagen, ne? Zelda. Jo, Phew. Das wäre halt echt cool gewesen, wenn man einen größeren Rucksack bekommen hätten. Aber das spielt sich scheinbar nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück in den Dungeon, versuchen unseren Auftrag zu erledigen. Ich glaube, wir haben nur mehr heute Zeit, oder? Tatsächlich. Geht es hier hinten und vorne nicht mehr aus. Den Auftrag habe ich grenzenlos versaut. Tja. Selber schuld, ne? Das Einzige, was ich machen könnte, hier noch 2 sammeln. Das sind Pflicht. Dann den Dungeon sofort verlassen, wenn wir den Beutel voll haben. Die Nacht, die uns noch bleibt, den Dungeon neu starten. Den Dungeon neu starten. Und dann bei der hoffen, dass wir in der zweiten und dritten Ebene, dass wir hier unsere Monster finden. Also durchrushen. Gehen wir Vollgas, ne? Und dass wir quasi hier auf der Ebene noch 2 finden und in der vorherigen, in der zweiten Ebene. Ich glaube, das geht nicht, ne? Dass man nochmal zurück darf in die vorherige Ebene, das geht nicht, ne? So hat es für uns jetzt eigentlich fast gar keinen Sinn, hier weiterzumachen. Das ist halt echt doof. So. Das ist halt wirklich doof. Herrschaftszeiten, wie gibt's das so? Ein Schatz. So. Zack, zack. Aber ich glaube, das wird wirklich das Vernünftigste sein, was wir machen können. Die lasse ich aus. Dann würde ich sagen, klatsch mal ein paar Gegner. Warte, das muss ich ganz dringend so. Und so. Weil, dann kriegen wir ein paar Sachen zusammen. Und da hoffe, also ich hoffe halt, da ist eh nichts. Na. Gar nichts. Da oben noch. Zack, zack. So, so, so. Wir könnten natürlich auch Pech haben, dass wir es nicht zusammenkriegen. Aber wir haben uns wenigstens Mühe gegeben und haben unser Bestes versucht. So oder so müssen wir dann, nachdem wir den Handel betrieben haben, unbedingt den neuen Tanschen betreten, also den Tech-Tanschen. Wow. Ha, nichts erwischt, nichts erwischt.
Mistfink. Und tschüss. Jo. Viel zu tun es gibt. Komm her. Au. So, du auch. So, sehr gut. Ja, ein bisschen Platz hätten wir noch. Hoppala. Ja, das habe ich super gemacht. Ja, absolut vorbildlich. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Vorbildlich. Vorbildlichst wirklich. So, zack. Und zack. Zack, zack. Da muss man halt wirklich, hoppala, wirklich aufpassen, wenn man dann Aufträge annimmt, ne? Dass man da, muss man schon eigentlich bald mitschreiben, dass man am besten Aufträge nimmt, die nicht jetzt diese Notizzettel erfordern, sondern Material. Würde ich sagen. Ach, jetzt fahre ich da drunter, weil ich es kann. So, dann würde ich sagen, wir verlassen den Dungeon. Würde ich sagen, da können wir noch uns einmal kurz erfrischen. Dann schauen wir noch da oben rein. Da müssten auch normalerweise noch ein paar Gegner sein. Genau. Zack. Ja, ja, ist schon fein. So, da haben wir gleich mitgenommen. Passt. Ich werde jetzt auch absichtlich nicht den Boss... Jawohl, doch, wir hätten Platz. Wir hätten Platz. Können wir noch machen. Achso, da geht ja nichts. Ah, okay. Dann würde ich sagen, wir hauen hier ab. So. Gut. Und werden... werden unser Glück versuchen, nochmal den Walddungeon von vorn zu spielen, um in der Hoffnung die beiden letzten Notizzettel noch zu bekommen. Boah, das ist echt Arbeit. So, die beiden, die vier letzten, hoppala, Entschuldigung, die vier letzten zu bekommen. Ihr seht ja schon hier, der Koffer hier, also die Truhe hier ist mehr als voll. Ich musste auch schon da oben anfangen. Unsere Sachen zu entsorgen, zu lagern, meine ich. So. Wir haben viel zu viel Zeug. Viel zu viel Zeug. Alter Schalter. Gut, also. Ein weiteres Mal auf zum Waldtanschen. Wir haben, glaube ich, alles Lebensnotwendige mit. Passt. Der Waldtanschen war jetzt da herüben. So, und... wir könnten ja auch mal zum Spaß den Golem-Dungeon nochmal clearen. Könnten wir ja auch machen. Und die ganzen Golem-Sachen einfach in die Sellkiste schmeißen, ohne Rücksicht auf Verluste. Könnten wir auch probieren. Alter. Zack. 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 Komm, zack. Ram-bam-bam-barabam. Ram-bam-bam-barabam. Zack. Auch mehr, du Graffel. Geht ja. Zack, zack. Und zack. Und zack. Kommst du her? Genau. Du auch. Passt. Mitgenommen, mitgenommen. So. Das ist so ein Räumchen, okay. So, da haben wir eh nichts, passt. Und schwupp. Da haben wir zwei wirklich kleine Gegner. Ich muss, glaube ich, kurz mal lesen. Moment. Ah, das war jetzt übel. Ah.
So. Also, hier unten ist wahrscheinlich nichts. Genau. Ein Trankelein haben wir bekommen. Das sind natürlich auch nicht die Gegner, die wir brauchen, weil die sind ja ein bisschen schwer. Also schwere Gegner. Wow. Das war jetzt auch nicht gescheit. Ah. Ups. Ah. Zack. Ah, perfekt. So, den Hort konnten wir perfekt besiegen. So, und nächstes Räumchen. Bam, 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 bam. Jetzt haben wir unbewusst eigentlich alles geklärt. Hoppala. Unbewusst alles geklärt, weil wir sind natürlich zweimal in die falschen Abteilungen. Ne? Weil wir es können. Komm her, schneller. Herrschaft, Zeit. Danke. So. Na, du Gauner. Du brauchst ja gar nichts spucken. Ja. Komm her. Was haben wir da drinnen Schönes? Ja, das nehmen wir auch gern mit. Und ja, das nehmen wir auch gern mit. Oh Gott, ich werde wieder giften. Langsam. Boah, okay, da geht's. Das passt. Jetzt muss ich schauen, ob hier wohl nicht der Pfeil schon wieder ist. Zack. Geht's hier? Ja. Ein Buch? Nein, aber das nehmen wir trotzdem mit. Zack, zack. Zack, zack. Leider haben wir kein Glück mit den Monstern. Ich hatte nämlich gehofft gehabt, dass es zufällig auch die dabei sind, die wir gebraucht hätten. Nein. Sehr gut. Warte mal kurz, denn ich glaube, den Saufigler brauche ich nicht. Okay. Gut, dann halt nicht. Und wieder raus. So, da sind wir fertig. Dann geht's da drüber da. Einmal genesen, was wir nicht brauchen, weil wir haben noch, wir sind noch ausgeruht vom Bettchen. Zack! Das war's mit dir, du Mistvieh. Halt, da ist ein Baumstamm. Baumstamm. Ich würde sagen, den hauen wir weg. Ich glaube, ich gehe sowieso gleich mal durch. Zack, zack. Den können wir auch weghauen. Ich glaube, das passt aber schon mal. Und nächste Ebene. Also, nächste Ebene wollte ich schon ansagen. Dabei ist noch nicht so weit. Ui. Oh. Trainingshandschuhe haben wir gekriegt. Super. So, und nächste Abteilung. Dann hoffen wir mal, dass wir das Viechlein finden. Zwei Stück brauchen wir. Und dann im nächsten nochmal zwei Stück. Ah, aber ich will schon weggehen. Das ist aber noch zu früh. Zocki, das ist zu früh. Verstehst du das doch? Das ist viel zu früh. Du darfst hier noch nicht weg. Du musst hier weiter schauen. Nach dem Scheißviech. Das brauchen wir genau. La, di, la. Zack, zack. Und du auch. Ups. Sehr fein. So, das können wir alles mitnehmen. Das ist hervorragend. Da ist kein Pfeil, da darf ich durch. Ah, da ist schon mal eins. Keine du, ne? Ja, mit deiner Notiz. Ah ja, du brauchst jetzt Platz, ne? Zack und zack. So, wir brauchen Platz. Und zwar, was verschrotten wir? Ah, als erstes, das wird verschrottet. Das können wir verschrotten. Das können wir verschrotten. Das verschrotten wir und dann passt schon mal wieder. Glaube ich. So, Notizzettel ist jetzt kaputt gegangen. Weil es in der Säure war. Echt jetzt? Das kann kaputt. Na, no, jetzt nicht der Ernst. Haha, wir schaffen den Auftrag nicht mehr. Gar keine Chance mehr jetzt, ehrlich. Weil es hinworden ist. Der Dreckszettel ist hinworden.
schön. Was gibt's denn bitte Schöneres? Nix. Nix gibt Schöneres. Gar nichts. Der Zettel ist hin worden. Jetzt haben wir Pech. Können wir eigentlich so wie es ist aufgeben. Brauchen wir gar nicht weiter schauen, weil drei gibt es sicher nicht. Drei gibt es sicher nicht. Wenn wir Glück haben, noch eins. Und das ist natürlich dann genau um das eine zu wenig, weil das musste ja jetzt hier gerade in die Säure verrecken. Ich schaue jetzt nur noch mehr zur Belustigung hier weiter. Ob sowieso nicht genug gegeben hätte. Unser Glück wäre nur noch, wenn jetzt zufälligerweise in der dritten Ebene, wenn es da zufälligerweise drei geben würde oder vier, das wäre halt, ja, das wäre halt ein unglaublicher Zufall. Und ich traue mich wetten, dass wir so viel Glück nicht haben. Ah ja. So ein Pech. Weil der Rucksack voll war, konnten wir das nicht sofort aufnehmen. Und natürlich zählt dann auch die Zeit. Ja. Während man den Rucksack sauber macht. Ne? Das ist so gemein. Das ist so gemein. Das ist echt gemein. Das ist wirklich gemein. Au. Das ist halt wirklich gemein. Also wie es ausschaut, wären hier eh nicht drei gewesen. Vier gewesen, so. Zwei. Ach, ich. Ach, hör mal auf. Ich muss aufhören zum Reden. Mann, mach sie kaputt. Ich wollte sagen, es schaut nicht aus, dass hier noch ein zweites gewesen wäre. So. Außer vielleicht hier oben. Wäre vielleicht noch eine Chance. So. Na, war tatsächlich nur eines. Und jetzt ist dafür in der dritten Ebene sind drei. Und das heißt, es ist trotzdem eins weniger. Wir bräuchten jetzt noch vier. Nämlich kein einziges. Leider. Leider, leider. Ich habe auch jetzt absichtlich die Sachen aus der Truhe nicht mitgenommen. Weil wir eh keinen Platz im Rucksack haben. Und das, ehrlich gesagt, ist mir das jetzt... Bin da ein bisschen sollte jetzt gerade. Scheiß Notizzettel, echt. Das Glück werde ich hier auf keinen Fall haben. Dass wir hier zufälligerweise vier haben. Glaube ich nicht. Aua. So. Tadam, baba. Damit was zum Heilen. Das ist jetzt gerade eh praktisch. So. Auch hier ist leider nicht das gesuchte Objekt dabei. Alter, geh ein. Hier haben wir leider auch Pech. Hier unten ist kein Monsterraum. Nein. Mal schauen, was es da oben gibt. Auch nicht. Ja, bei unserem Pech ist wirklich gar keins mehr. Das, da können wir dann auch nichts machen. Das Beste haben wir dann gegeben. Das uns Menschen Mögliche. Oder Händlers Mögliche. Auch hier gibt es keins. Und davon haben wir schon den Bossraum, wie es ausschaut. Mal weg mit dem Dreck hier. So. Also kann man hier was. Haben wir noch Platz für irgendwas? So ein bisschen was. Das ist das Gelbe. Ah. Da, 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 da. Aber es könnte jetzt sein, dass wir hier den kompletten Dungeon an Zeit verschwendet haben. Das wäre jetzt gar nicht so abwegig. Können wir uns wirklich gratulieren.
Da haben wir aber eins. Achso, das geht nicht im Rucksack, natürlich. Ich werde das hier mal zerstören. Die Notiz haben wir, passt. Gehen wir in den nächsten Raum. Da wäre auch eins, wuhu. Wahrscheinlich in dem einen Raum wäre noch ein drittes und das vierte haben wir verloren gehabt. Ah, sehe ich schon zu kommen. Ah, hier ist natürlich keins. Das ist natürlich keines. Ja. Oh, Vorsicht, jawohl, das geht noch. Hier ist auch keins. Ist eh logisch. So. Mal schauen, ob es hier oben noch eins gibt. Nein. Ich glaube, da habe ich Scheiße gebaut. Ganz einfach. Da habe ich Scheiße gebaut. Naja. Auch hier gibt es kein Schäfchen. In dem Raum hier. Jetzt Achim. So. Passt. Dann haben wir noch den Raum da oben. Da ist auch keins. Okay. Was ist das für eine rote Truhe? Hatten wir die schon mal? Ich glaube nicht, oder? Okay. Gegenstand geht kaputt bei zu vielen Treffern. Wir können sowieso schon abhauen. Weil, fertig. Ganz einfach. Fertig. Kann man gar nicht mehr anders bezeichnen. Das ist einfach schon alles fix und fertig. Zerstört Flucheffekt. Schauen wir mal, ob das was bringt. Na. Ich glaube, da kann ich gleich mal durchfahren. Weg damit. Weg damit. Das können wir wegtun. Das können wir wegtun. So, will ich mal sagen. Der Gegenstand wird zu dem. Können wir so machen. Zack, zack. Der geht kaputt bei zu vielen Treffern. Und das Holz können wir eigentlich gegen den Trank hier tauschen, oder? Ich sagen, so. Passt. Verhaut ist verhaut. Keine Chance. Hier geht es ja auch nicht weiter. Ne? Nein. Jetzt müssen wir die noch schnell besiegen. Einmal Trankerl. So. Alter. Du dann noch und dann bohren wir uns raus. Den Auftrag haben wir grandios vergeigt. Da kann ich mir selber absolut gratulieren. Ja, was sollst du machen? Dann würde ich sagen, wir bohren uns offiziell raus. Geht ja. Das dachte ich schon, der macht nichts. Und tschüss. So. Tja, das ist Pech. Jetzt werden wir natürlich Handel betreiben. Aber das werde ich gleich unserer Assistentin hier zumuten. Ich glaube, das ist in Ordnung. So. Die Notizzettel werde ich vielleicht lassen, die werde ich behalten. Ja, keine Ahnung. Das war halt Epic Fail. Vom Feinsten. So, zack, zack, zack. Ich mache mal hier noch schnell alles voll, was geht. Nichts mehr.
Ah, die Waffe werde ich mal bei dem Heldendings lassen. So. So. Also bei unserer Händlerausrüstung, so wollte ich sagen. Okay, das sind wir auch schon voll. Geht das da drüben noch rein? Ja. Gut, ich würde sagen, einmal, zweimal. Dreimal. Da müsste ich schauen. Hoch, ja, okay. Das wäre auch hoch. Das wäre auch hoch. Das wäre auch hoch. Das wäre auch. Ja. Das wollte ich für die Ramschkiste eigentlich nehmen. Genau, wir können die Ramsch-Sachen zuerst nehmen. Das wäre schlauer. Dann hätten wir nämlich den Platz, also mehr Platz für das andere Zeugs. Das können wir für Ramsch nehmen, das können wir für Ramsch nehmen, das auch, glaube ich. Ist ja wurscht. Das nehmen wir für Ramsch und das nehmen wir für Ramsch. Ich glaube, das ist einmal gut. Zählkiste. Zack, 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 zack. Ich glaube, das nehmen wir auch. So, dann sind die mal hier zufrieden. Ah, la, la. La Cucaracha, la Cucaracha. Magnet, da haben wir zu wenig. Den können wir auch mit. Den wissen wir gar nicht. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch. Halt. 20.000, okay, ist zu viel gewesen. Mhm. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Oh. Dann hier war das Wüstenstallbahn. Da braucht man 10, glaube ich, ne? Oder na? Na, gar nicht. Okay, das passt schon mal. So, dann würde man sagen, die Knolle. Warte mal, was ist die jetzt eigentlich? Das weiß man gar nicht. Das weiß man auch nicht. Okay. Wurscht. Zack. Zack, zack, würde ich sagen. Die tun wir weg. Und stattdessen, zack. 5.000 ist ein guter Preis. 3.000 wissen wir nicht. Hoppala. 3.000 wissen wir nicht. 4.000 wissen wir nicht. Okay. Dann. Hier und da haben wir schon was. Zack. Und nochmal zack. Das wissen wir nicht. 6.000 wissen wir auch nicht. Würde ich sagen, lassen wir das mal so. Hier würde ich sagen, noch das dazu. 5.000 ist ein guter Preis, da wissen wir es noch nicht. Hier oben würde ich sagen, das hier und das hier. 2.7 ist ein guter Preis, 2.3 ist ein guter Preis. Dann wollte ich noch das Büchlein holen, das war, glaube ich, jetzt hier drin. Da ist er. Büchlein wollte ich holen und... Es ist auch viel wert, hey. Boah. Für den Ramsch, ne? Das können wir zum Ramsch schmeißen. Das können wir zum Ramsch schmeißen. Ja, das auch, streng gesehen. Das können wir auch zum Ramsch hauen. Die witzigerweise auch. Das können wir auch. Das nehmen wir für... Was hätten wir da oben noch? Ramsch, wenn es noch Platz hat. So. Also, okay, da haben wir nicht mehr so viel Platz. Dann nehmen wir das noch und das Holz war so billig, das da. Jetzt sind wir voll. Okay, passt, dann können wir den Rest behalten. So, beziehungsweise das war was wert, ne? Das aber nicht mehr so. Wie schaut das aus? Hoch, okay. Ähm,
400 ist echt nicht so viel. 2000 können wir machen. Aber hier sind wir, glaube ich, schon durch, ne? 300, 400, 500. Farbe wissen wir auch nicht so ganz noch. Würde ich sagen, weg damit. Jetzt sind wir voll, okay. Dann würde ich sagen, hier noch das Buch. Und ich würde sagen, das Buch. 5000 war ein guter Preis, 1500 war auch ein guter Preis. Okay, dann hätten wir es, dann kann ich den Rest eigentlich wieder in die Truhe zurückschmeißen. Das war jetzt ganz gescheit von mir. Da wir jetzt die Aufträge nicht, den Auftrag nicht haben, was mir sehr leid tut. Ja, ist halt ein bisschen blöd gelaufen. So. 4 Tränke müsste reichen, oder? Hoffen wir es mal. Gnädigste, du übernimmst den Laden. Hey Will! 30% kriegt sie, das ist mir wurscht. Bitteschön. Also dann. Es ist so süß, wie sie die Schürze umbindet. Ah! So, wir verlassen das Ganze. Servus. Und wir müssten zum Tech-Tanschen, ne? Ui, der Part ist zu Ende. Das machen wir zuerst. Na gut, bevor ich den Tech-Tanschen betreten, das war jetzt der da. Ja. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Also ich hoffe, dass dieser Gegenstand im Tech-Tanschen zu erhalten ist. Schweißkanone. Ich hoffe. Ich glaube schon. Auf jeden Fall, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.